Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroFP und ich begrüße euch zu Let's Play Mega Man X8. Ja, im letzten Part sind wir in, wie heißt ihr Level, Pechschwarz eingedrungen und sind sogar Weil begegnet, womit ich nicht gerechnet habe. Und ja, der hat uns einmal fertig gemacht. Ich habe mich einmal selber fertig gemacht vorher, um zwei seltene Metalle zu bekommen. Und jetzt sind wir hier. Ja, der Typ ist nicht mehr aufgetaucht, weswegen ich froh bin und ja. Machen wir weiter in der Level. Autsch. Mann. So. Ich glaube, hier war auch noch. Ja. Das ist wert. Super. Hopp, hau ab! Geh weg! Hallo? Was ist das denn? Ah, gut. Geh weg. Ich bin da durch. Danke. Mann. So eine Frust. Geil. So. Verdammter Dreck. Ja, wofür ist das denn? So, jetzt muss ich, hier ist das aber, weiß ich. So, jetzt hier hoch und ha und bam. X, I thought something like this might happen someday, so I prepared parts for you. Dass der immer voraussieht, dass ich fail. Try body parts H. Oh, ein Körperteil, gut. With this part equipped, you will become invincible to weak enemy attacks. Equip this new ability and board the capsule. Okay, ist besser als gar nichts. Also wenn er jetzt einen Arm oder ein Beinteil gehabt hätte, dann wäre er ersetzt worden. Was nicht so schön wäre. So, ist das jetzt auch ein rotes oder ein blaues? Blau, oder? Ja, ja. Du bist auch nur für eine Sache programmiert, ne? So, kann man das hier irgendwo einsehen? Körperteil H macht unbesiegbar gegen Angriffe, die minimalen Schaden anrichten. Was soll mir das denn bringen? Vor allem gegen den Boss. Und irgendwie sind jetzt alle Dinge hier. Aua. Das war kein. Das war jetzt kein schwacher Angriff, oder wie? Aua. Hätte ich auch direkt runter, weil er könnte. Ja, genau. So, so, ich glaube, hier kommt der Boss. Was du denn? Aua. Ah. Na gut. Mal gucken. Eieiei. Nee, ich setze noch keinen Heiltrank rein. Ich habe nur eine Chance. Darum steht er schon. Beziehungsweise hängt er. Hey, what's a Maverick Hunter doing here? Dark Mantis? You've gone Maverick. I'm putting an end to your weapons production. You've gotta be kidding me. We new generation Reploids can't go Maverick. Then why are you making weapons? Even if I explained, an old style Reploid like you wouldn't understand. So, was der jetzt aber drauf hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so. Stark. Okay, das bringt's nicht. Das bringt's nicht. Ich glaube. Ja, ich glaube, ich weiß, was gegen ihn bringt. So, Axel, komm her. Oh. Scheiße. Nee, da wäre jetzt Verschwendung. So, welcher? Nein! Fuck! Boah. Ich muss erstmal herausfinden, wo der als erstes angreift. So, jetzt muss ich den aber schaffen.
Ach, jetzt kommt noch eine Konversation mit Axel. Supi. Na? Na? Hey, do you even know what the term Maverick means? Maverick? It means scumbags like you, doesn't it? How dare you accuse me of being something that I cannot be? Sind die sich wirklich nicht allen im Klaren, dass sie Maverick sind? Are you talking about the new generation Replicant's inability to go Maverick? If you're not Maverick, then just knock off the evil duty and we'll call it a day. You're awfully innocent for a prototype of us new Reploids. I'll admit, I'm a bit jealous. Oh, unsere Teamanzeige ist wieder voll. Geil. Nix da. Da, du verdammter Dreckkacker. Denkst du doch an den, wenn ich mag schon die ganze Zeit. Aber diesmal schaffst du das. Aua, zack. Warum zum Teufel greifst du jetzt so an? Nichts da. Wow, 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 wow. Exa. Zack. Das hat ihn nicht getötet. Ich fasse nicht. Wenn das noch grün ist, dann tötet es eigentlich. Schade. Ja, aber er hat mächtig Schaden bekommen. Zack. Ein Schuss. So. Das war doch schön. Und jetzt viele Metalle wieder. Viele Metalle. Yeah! 5000. Ja, gar kein Problem. Einen schwarzen Pfeil haben wir bekommen. Den Schattenläufer. Und den Rasse Zusen. Ja. Pechschwarz. Erledigt. Und viele Sachen haben wir dazu bekommen. That looked like a hard fight, but there was never any doubt that you'd come out on top. Aber wo der letzte Teil ist, habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, neue Chips. 5173 kann ich mir eine Menge leisten. Erstmal die Neuversuchschips neu holen. Wir haben für einen wahrscheinlich ein Waffenupgrade und dann haben wir schon wieder gar kein Geld. 1400 danach nur noch. Ja, ja, was habe ich denn gewonnen? Ich würde gerne wissen, was ich gewonnen habe. Das D-Schwert. Diese Lanze hat eine hohe Reichweite und ermöglicht dir mächtige Fernangriffe. Die kostet nur 1000. Das ist gut. Schildrüstung erhöht die Verteidigungskraft und reduziert den Schaden, den du einstecken musst. 15.000. Ja, wenn es sonst nichts ist. Ja. Dann würde ich sagen, wir holen für Axel mehr Leben. Und für Ex glaube ich alles andere, weil er auch mal ein paar Sachen braucht. Dornläufer, das bringt das Tempo, mit dem du Wände. Nee. Jeder eingesteckte Schaden reduziert die Waffenenergie statt der Lebensenergie. Wäre natürlich auch sehr toll. Das erhöht die Erholungsgeschwindigkeit der Erholungs. Hä? Aber. Die Erholungsgeschwindigkeit der Erholungsseite? Irgendwo stand da was anderes. Ach, super Erholung, mein Gott. Ja, dann hole ich natürlich das hier noch. Und ich habe noch gar keine Energietanks benutzt. Ach, jetzt habe ich nicht das Schwert geholt. Das D-Schwert, was eigentlich gar kein Schwert ist. Okay. Was holen wir uns denn dann noch? Wir hätten noch nicht hier Schnellerholung. Entfernen. Ja, warum sollte ich denn das entfernen? Das steht da rechts neben mir. So, wir gehen auf hier Schnellerholung. Das ist gut. Waffenwandler. Könnte aber eigentlich nicht schlecht sein. Ich weiß nicht, soll ich jetzt vielleicht mal in andere Level reingehen? Ich könnte mal versuchen.
Trittst du auf Dorn, erzeugt sich zur Welt eine Barriere, die dich nur einmal schützt. So, warte, ich versuche mal was. Ich hoffe, ich schaffe das nur in 5 Minuten. Warum öffnet man da noch? So, weiter geht's. That's the third one, but we still don't know what the Mavericks are up to. We still haven't determined exactly why the new generation Reploids are going Maverick. I'm running simulators right now, but it looks like their virus resistance is absolute. Yeah, I'm a new generation prototype, and I can confirm that. I'm immune myself. But if Axel's a prototype, then that means he could go Maverick too. But maybe since he's a prototype, he'll be okay. Let's analyze his data to be sure. What? Hey, I'm no Maverick. Heck, I'm a Maverick Hunter. Na klar. So, dann würde ich jetzt mal im Schnelldurchlauf hier versuchen, durchzugehen. Wir versuchen, dieses eine Metall zu holen, was wir nur kriegen konnten, indem wir mit diesem Roboter auf diesen Aufzug gehen konnten. Ja, wenn ich das in diesem Part nicht schaffe, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Ja, muss ich ja. Erklärt man selbst was. Aber ich hoffe, ich schaffe in 4 Minuten dahin zu gehen. Machen wir einfach einen super duper Schnelldurchlauf in dieser Level. So. Könnt ihr mal sehen, wie ich speedrunne. Aua. Oder auch nicht. So, einen Roboter brauche ich aber. Zack. Ne, ich glaube, da wird nichts in diesem Part. So raus, Mann. So, und jetzt hier rein und schnell durch. Oh, wie das Ding in einen Rutsch hier düsen kann, das ist so geil. Komm. Miau. Oh Gott. Miau, miau. So, noch nicht hier. So, ich darf natürlich auch keine Dorn treten, bevor ich diesen Ort erreiche. Du Sackgesicht, hättest du mich beinahe da runtergeschubst. Weil sonst bringt das alles nichts. Die Dorn-Barriere funktioniert nur einmal. Ah, komm. Komm, komm, komm. So, schnell weiter. Ja, ich erinnere mich an diesen Ort. So, du gehst erstmal auf den Weg. Du Sackgesicht. Da habe ich mit einem Schlag getötet. Mann, jetzt muss ich ja schon. Hier für neu versuch Schütz. Oh nee. Ey, das gibt's nicht. Warte. Boah, ist das kacke. Jetzt muss ich jetzt auch hier durchschaffen, ohne auf Dorn aufzulatschen. Der Park ist gleich schon vorbei. Ja, dann mache ich hier direkt einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich hier noch ein paar Metalle hole. Hoffentlich. Bye bye. Ciao.